Es ist heute mal wieder ein wunderschöner Sonntag. Wir haben hier in der Schweiz einen strahlend blauen Himmel. Es sind angenehme 24 Grad heute. Du wachst auf, denkst nichts Böses. Der erste Gedanke auch, habe ich geil geschlafen. Und da fällt dir ein, scheiße, heute ist wieder Sonntag, du darfst Office Solo Queue spielen. Es hat sich nichts geändert. Ich muss noch immer Untrusted spielen, um es nicht im Vollbildfenster oder Fenstermodus spielen zu können, dieses Spiel. Und wir gucken, ob wir heute mit guter Laune, sehr viel Freude, geilen Mates und viel Kommunikation einen Win auf dieser wunderschönen Map CS Office holen können. Und rein. Ach, da siehst du schon, dass gesniped wird, wenn die warten. Ich hab doch Delay drin. Ich sage, es geht nicht durch. Ich streame mit 30 Sekunden Delay. Bevor hier der Timer abgelaufen ist, ist im Stream nicht zu sehen, dass ich ein Match gefunden habe. Und da wird es wieder die PP-Gas geben, die jetzt da in ihrem Voice ist. Hey, wir haben Match. Aber bei Drill sieht man es noch nicht. Man sieht es noch nicht. Man sieht es noch nicht. Noch nicht annehmen, Jungs. Vielleicht ist das nicht Drill. Doch, Mann! Spielt doch keiner. Wer soll das sonst sein, wenn nicht ich? 5 von 10 und du weißt, es ist ganz offensichtlich gesniped. So, wir haben wieder gefunden. Ich warte auf eine Sekunde und drücke dann. Du sagst es. Du sagst es vorher. Und sie sind trotzdem zu dumm, die Leute, das zu verstehen. Ich streame mit 30 Sekunden Delay. Dieser Timer ist 20 Sekunden. Das bedeutet, ich finde das Match. Bis ihr aber seht, dass das Match gefunden habt, ist der Timer abgelaufen und 10 Sekunden später seht ihr erst, dass ich ein Match gefunden habe. Sag mal, habt man euch ins Gehirn geschissen? Ey, wenn ich mir aussuchen könnte, wer meinen Stream guckt, die Hälfte wäre weg von euch, die Hälfte wäre clean weg. Ich würde lieber mit 400 Leuten sitzen, die alle ein Gehirn haben, als mit 2000. Aber die Hälfte davon sind absolute PP-Gas. Oh. So, hoffentlich jetzt. Jetzt haben sie gesagt, in Europa findet man keinen Match. Schickt den Ländern nach ins tiefste Russland hinein. Nein, Müsliholika! Anonymer Müsliholiker, der ist online auch global und kassiert offline auf dem mit im Zoe-Workshop gegen Kati vom S im One-on-One und Kati gewinnt eine 150-Euro-Tastatur. Dann haben wir noch Bounty aus United States, Juno Gazai, Deutschland, na klar, und Kyramatz aus Los Angeles. So, aber ansonsten. Ach, okay, ist halt nix. Wollte ich gerade sagen, das sieht ja eigentlich human aus. Außer Ruthless Malik, auch United States. Warum kommen die alle aus den United States? Das ist aber schrecklich gelogen, weil die Pings passen nicht dazu. Hello! Hello, my friends. Hello, hello. Er heißt so legit für Overwatch. Mann. Und er hört sich an, als wäre er gerade aus der 4. Klasse gekommen. Er hat einen Main-Account verlinkt. Warum spielst du nicht mit deinem Main? Das wird lächerlich, glaube ich. Let's go, Long Haul. Let's go. Hi. 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 Müsliholika, deutschester Mensch, den ich in meinem Leben getroffen habe. Versuche mit einem russischen Akzent im Office-Matchmaking zu reden. Close left. Nice. Mir hat übrigens jemand eine E-Mail geschrieben. Ich glaube, wenn du es in ein Word-Dokument reingecopy-pastest hättest, wären es zwischen 5 und 6 Seiten gewesen. Der mich davon überzeugen wollte, was für eine wunderschöne Map doch Office ist. Und hat mir in Schriftform erklären wollen, wie diese Map gespielt wird und wie man gewisse Positionen callt. Ich habe das Ganze natürlich ausgiebig studiert und kann jetzt kompetente Calls auch auf Office geben. So, Second Round, MP7. Ist hier nichts. Und Müsli ist direkt wieder gegen Tod. One more. Staircase. Danke für Oh! Da warten wir mal ab, ob der Kollege hier frech ist. Zu legit für Overwatch. 2 Deagle-Headshots, bislang 100% Headshot-Rate. Ah, der moved schon mal eine Ecke besser als letzte Woche Attica. All good, my friend, let's go. Guck mal, wie die mich wieder alle angucken, ey, hier. Yeah. Angeblich Finnland und United States. IRL würden sie alle nach dem Foto fragen. Da fragt gleich bestimmt einer ingame, das ist mir in Minecraft schon mal passiert. Kannst du dich ingame, das ist aber auch irgendwie nur so ein Minecraft-Ding. Kannst du dich in Minecraft neben mich setzen, damit ich einen Screenshot machen kann? Das ist das Fotomachen des Internets. In Minecraft mit den Player-Models von irgendwelchen Leuten Fotos machen. Screenshots machen. Okay, okay. Ach Mann, da brauche ich doch. Ach schade. So, Golden McCoy, let's go. Eigentlich reichen 6
6 CT-Runden locker. Alter, die sind ja völlig wahnsinnig. I'm going for AWP. There was one back there. Das ist die Frage, switch ich immer auf die AK? Ich glaube, ich switch immer auf die AK. Ja. Do you have a flash for me? Oh no, okay. Ach, ich sehe ihn nicht wegen dem Rauch. Close, he's minus 50. Nice. Dann steht da immer noch 100% Headshot-Rate, wenn er... Oh, he's close. One long. Och. Boah, kratzt die, der drückt aber auch, ey. Das war doch der, der mir durch Smoke gegeben hat, ne? Genau, du kannst in dem Spiel keinen mehr trauen, also du kassierst einen guten Headshot. Wurde vor, wirklich vor anderthalb oder zwei Jahren noch gesagt hättest, ja, okay, den nehme ich so hin, nice Shot. Inzwischen hinterfragst du alles. Jeden einzelnen Schuss hinterfragst du. Sorry. Oh Gott. I think they're gonna push Snow again. Probably. Mal rein mit 5-7. Ach, ich treffe aber auch nichts. Kacke. Nice, let's go. Muss ich aber auch sagen, wir haben gerade aber auch doppelt die Arschkarte, weil die Hostages gerade die schlechtesten Spawns haben, die du haben kannst. Hier hinten in dem Raum drin, im Projektorraum. Das heißt, du musst noch zwei Räume zusätzlich einnehmen, um die Hostage wegzubringen. In dem Match von letzter Woche war die direkt vorne in dem, hier an dem Papierstapel, jetzt wo Müsli ist, genau da. Sind Spawn. Es ist halt auch so ein Ultra-RNG-Ding. Ich meine, die Gegner haben dann auch dieselben Spawns, glaube ich, aber trotzdem. Wenn du als CT anfängst, fick dich das irgendwie doppelt, wenn du noch zwei Räume mehr einnehmen musst. Als wäre der eine Raum vorne nicht schon schwer genug irgendwie. Ich habe das Gefühl, über Seitengang habe ich den meisten Impact gehabt, auch beim letzten Match. Sorry. Der Mann, ja Mann, GG. Nein, ach man, 50-50 und ich verliere den Gamble. Das ist auch so die Challenge auf Office irgendwie mal. Du darfst dich, du wirst auf der CT-Seite hemmungslos kassieren, weil die halt mit Abstand die unbalancede Map im ganzen Spiel ist. Aber da musst du dich durchkämpfen und jede Runde weiter probieren. Du kannst 10-0 hinten liegen, das trotzdem noch drehen, theoretisch. Na komm, bring die weg. Oh, scheiße, der ist noch tot. Let's try. Ich treffe gerade nichts, ey. Aber außer Deagle mit den anderen Pistolen kannst du das dir in die Haare schmieren. Du musst einen Insta-One-Attachment drücken. Ach, und ich treffe den Automaten. Boah. Aber der hittet gut. Kommt aus Finnland, 4K Stunden. Das Steam-Profil sieht wirklich, wirklich human aus. Spielen es auch wirklich ganz anders als sie in den letzten Wochen. Die haben nur geschiftet da. Die Leute. Vielleicht, weil es jetzt vielleicht auch wirklich mal bessere Spieler sind, die auch auf dem Rang spielen, den sie jetzt haben. Weil die ganzen Hacker in den letzten Wochen, die standen alle nur in der Base rum und haben halt den Triggerbot durch Smokes arbeiten lassen. Wir gehen mal mit Eiern rein hier, weil sie halt Aim haben, die Leute. Also bis jetzt call ich hierbei noch gar keinen Cheats. Oh, behind. Und er pusht. Er pusht. Ja. Oh, unlucky. Ach, und der pusht mit einer Shotgun langer Gang rein, ey. Eigentlich so ein dummer Move eigentlich. Ich gehe jetzt auch auf Shotgun. Ich mache jetzt mal eine YOLO-Runde. Ich gehe jetzt Schnee durch und versuche mal in den Papierraum reinzufliegen. Ach du Kacke. Sehr interessant. Nein. Ach du Scheiße, drei Leute. Und er ist AFK, Kyramatz, Mann. Ey, ich will doch einfach mal das beenden. Weil nach Office könnt ihr nichts mehr fordern eigentlich. Es gibt eigentlich nichts Schlimmeres mehr als Office. Da spiele ich sogar, ich spiele lieber fünfmal Solo-Queue Train als einmal Office. Agency, ja, Agency ist ja richtig geil. Agency macht ja richtig Bock. Ist close, close, Staircase. Ich glaube, hier ist noch durch. Lol. Ich hänge irgendwo fest. I'm in the paper room. Och man, shit, ey. Habe ich einmal einen Backstab und dann kriege ich keinen. Sind Agency nicht viel besser als Office? Agency ist wenigstens einigermaßen gebalanced. Und Agency kannst du spielen, ohne als CT 2 Minuten lang hinter irgendwelchen Smokes sitzen zu müssen. Das würde ich Map nennen.
Das ist Call of Duty Public Scheiß hier. Das hat nichts mit Taktik zu tun. Guck mal, da wie immer ist dasselbe, Mann. Die smoken lange ab, die smoken hier ab. Und dann hockst du hier einfach nur und probelst in der Nase. Ich glaube, in der Zeit, in der ich auf Office schon da oder hier geschiftet habe, hätte ich eine halbe Bachelorarbeit fertig schreiben können. Ach, Shotgun, du kannst nichts machen! Entweder steht hinten die AWP oder close the Shotgun. Entweder kassierst du Long Range oder du kassierst Close Range. Du hast ja keine Midrange Fights, die ausgeglichen und fair sind. Das ist das Full CT hier, dieser Full T-Map, dieser Unsinn. Und da auch er hockt wieder da und wartet, bis die Smoke weggeht. Nice. Ich bin mir bei dem nicht sicher, ob der anhat oder nicht. Also das sah bisher alles machbar aus, was der gedrückt hat, aber weiß nicht. Er hat 7 Gruppe drin zu Legit für Overwatch. Der hat auf seinem Profil einen Main-Account verlinkt. Auf diesem hat er 170 Stunden die letzten 2 Wochen. Also warum sollte er nicht mit seinem Main reinqueuen? Ich bin mir hier bei unserem Juno, bin ich mir nicht sicher, ob das nicht ein frecher Frechdachs ist. Och, den kriege ich nicht ab, oder was? Ich krieg nur Bretter von Kratzi! Und nie gehört, wer ist Kratzi? Jesse aus Finnland. 3k Stunden, 124 Friends. Das Profil ist halt absolut seriös, sieht das aus. Oh, fuck. Assault ist trotzdem noch schlimmer als Office. Auch das nicht. Nein, Assault war auch richtig, richtig geil. Die ist groß, die ist offen, die Map. Da konntest du ein paar Plays machen. Du hattest Platz, du hattest Freiraum. Du warst nicht überall, egal wo du hingegangen bist, in so einem engen, schmierigen Gang drin. Und die Map ist wirklich nur im Spiel, weil diese ganzen Goldnova-Gamer das hier gerne spielen. Close, close, close. Ich krieg nur Bretter. Nice. Ja. 3v2, play safe. Nice. I think 5 rounds is okay. Good job. Also bei den Erstwählen bin ich mir sicher, bei Juno, also die Kombination aus 170 Stunden letzten 2 Wochen, ich kann mal gucken, wie viel hat der denn auf dem Main noch. Der hat auch 150 Stunden auf dem Main. Juno? Yes. Wie hast du 160 Stunden in den letzten 2 Wochen auf dem Account und 150 Stunden die letzten 2 Wochen auf deinem Main? Auf dem Account Idler, weil ich auf dem Account nicht so oft spiele. Also die sind... Ah ja. Die auf Main sind legit. Na klar. Ich kriege nur One-Taps. Seit 10 Runden nur One-Taps. Nice. Ich dachte, die mit 4-15 rein. Die letzten Matches habe ich alle gecarried. Trotz Loss. Jetzt kriege ich nur noch One-Tapsen. Ich gehe jetzt mit der Shotgun rein. Warte. Ja, jawohl. Ganz hinten. Reimers, guck hinter dir. Ey! Ich wieder instant tot. Und mit einer Shotgun aus dem halben Meter 24 HP minus. Oh, wäre das schön, wenn das Serienende wäre. Ich gehe mit 4 Frags 4:30 aus diesem Elend raus. Muss nie wieder Office spielen. Hinter Box. Nice, Bounty. Good job. Jetzt nur eine Runde offensiv und danach spiele ich den Küchenrollenmagier. Nee, ich krieg nichts rein. Ich kriege nichts rein. 50 in One. Letztens auch gesagt, wie geil mit dieser Shotgun bei mir reingeht. Jetzt geht gar nichts mehr. Geil, nice. So, Küchenrollenmagier jetzt. Hauptsache nicht hinter Müsliholika am Ende sein. Das darf nicht passieren. Weil wer einen Küchenrollenmagier nicht kennt, das ist die Position hier. Verspielte Gegner, wie du sie hier in der Regel auf Office antriffst, im Alter zwischen 9 und 12 Jahren, die Leute, die das hier in der Regel gerne spielen, fühlen sich dann dazu hingerissen, die Küchenrolle zurückzuschießen, weswegen du weißt, dass Close ein Gegner ist. Und in dem Fall kannst du dann einfach rumziehen. So habe ich Kilian kennengelernt. Und ich werde wohl da Klaus stehen, wa? He's coming in. Oh, Müsli jetzt zu. No scope. Ah, schade. No. Hier nochmal mit der Sword auf rein. Ich kriege nur in 1! Nur in 1! Das ganze Match! Egal ob mit Deagle, AK, Shotgun, ich kriege nur in 1! Oh, bitte lass uns das einfach gewinnen. Ich will das nicht mehr. Ich will mal wieder an einem Sonntag aufstehen und gute Laune haben, weil ich mich auf den Stream freuen kann. Müsli steht, komm und tu. Aber Kratzi lebt noch, dieser lächerliche Gamer aus Finnland. Aber es ist ein Finne und deswegen glaube ich, dass er clean ist, weil die haben da nichts zu tun. Da ist 5 Meter Schnee das ganze Jahr. Die können nicht rausgehen. Wenn die kein Geld für ein Snowmobil haben, dann können die nichts machen, außer Counter-Strike spielen den ganzen Tag.
Deswegen sind sie auch alle so krass aus den skandinavischen Ländern. Die leben unter einer 5 Meter hohen Schicht aus Schnee und Eis. Was sollst du da machen den ganzen Tag? Ficken! Und Malik auch die Monster Reads, obwohl er eine Hostage picken muss. Mit nichts auf dem Profil. Wieder einen Schuss und ich bin tot. Einen Schuss. Da geht nichts daneben bei den Leuten. Ist egal, wo ich mich hinstelle. Bin einfach nur Zuschauer. Lass lang EVP. Und wie gesagt, dem Juno hier weiß ich auch nicht, ob ich dem das abkaufe. Also ich würd jetzt sofort 1000 Euro auf den Tisch legen und darauf wetten, dass hier irgendwo bei irgendwem was nicht mit rechten Dingen zugeht. Und da kommt er nicht rum, oder was? Sonst ist er immer rumgekommen. Sonst ist er immer rumgekommen nach der Flash. Nein, es ist Shady. Es ist offiziell. Ich unterschreibe euch das aus Papier. Shady. Immer wenn ich close kam und da die Flash kam, ist er danach mit der Shotgun rumgekommen. Jetzt gehe ich einen Schritt zurück, damit er mich nicht close range wegficken kann. Und dann dreht er plötzlich um. Kauf ich denen nicht ab. So, jetzt Max 7 und rein da. Habe ich nicht mal Geld für. Ich habe nicht mal Geld dafür, oder? Gibt's auch gar nicht. Es gibt doch keine Max 7 auf T-Seite. Was sind das für Empfehlungen? Sordorf ist der größte Müll. Egal, komm. So, jetzt Achtung, ich werde es präsentieren, dass es Shady ist. Ich werde wieder offensiv gehen. Und diesmal kommt wieder die Flash und diesmal steht er aber close. Ja, und wieder. One-Hit-Headshot. So, ihr sagt, Max 7 ist geil. Mal gucken, was geht. Gucken, wo ich mir jetzt den One-Hit-Headshot abhol. Was soll ich denn jetzt hier? Was soll denn das? Ich mich halt da rein. Nee. 75 in One. Nice. Oh, komm, lass uns das bitte fertig machen, Alter. Also, die Idee, dass ich irgendwann mal Office mit guter Laune beende, ist abgehakt. Auch wenn ich ein 16-3 mache, ich werde Office nicht mit guter Laune beenden. Mir reicht hier ein Win. So, jetzt mit AK. Ey, ich überlege gerade, ob ich einfach ein Donation Goal reinmache. 1200 Euro, drei neue Monitore und ich drücke einfach einmal da rein, einmal da rein, einmal da rein. Natürlich flickt er mich mit seiner Scout durchs Fenster direkt in den Kopf hinein. Kannst du dir nicht ausdenken. Ich kann dieses ganze Match eigentlich hochladen und es wäre ein komplettes Matchmaking-Abenteuer und es wäre alles dabei. Weil mache ich das so einfach. Nice. Ich traue mich nicht mal mehr nach dem Drop zu fragen, Alter. Ich habe 5 Frags. Ich habe 5 Frags. Ich kriege nur ausnahmslos One-Hit-Headshots. Wenn ich Dev stehe, kriege ich einen One-Hit-Shot. Wenn ich off gehe, kriege ich einen One-Hit-Shot. Lächerlichste Sachen. Shots, die Leute nachher bei Facebook hochladen, als mein krassester Shot ever. Jede Runde kassiere ich solche Shots gerade. Guck mal, da mach ich einen Schritt rein, krieg die Smoke. Ne, ich sag da nichts mehr zu. Was ist das? Das kannst du... Ne, also wirklich ohne Scheiße. Ihr könnt euch alle wirklich ficken, Alter. Das ist das letzte Match, was ich mache. Ich möchte in meinem Leben glücklich und fröhlich werden. Das geht nicht auf Office. Das geht nicht, wenn ich jeden Sonntag Office spiele. Sehr, sehr schön, Müssi. Geiler Gamer. Komm, auf geht's jetzt. So, ich scheiße es einfach drauf. P90 und voll rein da. So, es fehlt jetzt. Jetzt aim sie an! Na, selbstverständlich aim die jetzt an. Selbstverständlich aim die jetzt an, nachdem da die letzten 10 Runden keiner mehr aufgegangen ist. Sonst flashen sie rein und kommen offensiv. Natürlich aim sie jetzt zu zweit an, wenn ich mich plötzlich einmal entscheide, offensiv reinzugehen. Stehen sie, shiften die in der Base und aim mit 2 Leuten an. Na, selbstverständlich. Völlig nachvollziehbar, die Entscheidung. Komm, Bounty, mach fertig hier. Oh, Müsli ist da, geil. Main Entrance 2, in. Shit. Na klar, na klar, na klar. Oh nein, der ist schon rechts. Oh, die ist weg, die Runde. Scheiße. Da wird sein AK wieder haben, der Führer Mats. Yo, stop, chill. Bastard. Keyron, der hittet an, weil er seine AK wieder haben will. Jonas, schreibst du im Chat. Voll Idiot. Oh, ey, wie tempted ich gerade bin, einfach nur abzudrücken, um mir die AK zu ziehen. Aber ich habe 5 Frags.
Deswegen kann ich eigentlich gar nichts machen. Ich freue mich schon wieder so auf die Bombe, die ich jetzt kassiere. Oh, freue ich mich auf die Bombe. Ja, wer smoked auf? Freue ich mich jetzt auf diese Atomschelle, die ich gleich durch die Smoke kassiere. Oh, wird das lecker. Was, Main Entrance? Nate. Endlich mal. Komm, zwei Runden. Ne, also hier, ich raste hier gleich völlig aus. Im perfekten Moment schießt diese dreckige kleine Missau. Und immer richtig, ich kauf dem das nicht ab. Also ohne Witz, also offiziell, ich spiele dieses Drecksgame seit 7 Jahren. Mir ist noch in meinem ganzen Leben nichts Lächerlicheres passiert, wenn diese Leute clean sein sollen. Nur One-Hit-Headshot-Luck, nur durch Smoke im richtigen Moment geschossen. Immer die perfekten Reads, komme ich off, stehen sie close, kassiere ich. Irgendwas ist hier ganz, 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 ganz dolle shady. So, und ich gehe jetzt nochmal komplett off. Besten Spawn, den man im Spiel haben kann, müsste doch eigentlich mal belohnt werden, oder nicht? Oh, ne. Oh, super. Ich werde super, sehr freundlich, sehr geil von meinen Mates abgeaimt. Das schmeckt natürlich. Sehr schön, Kuramatz. Guck mal, wie lange er hinter einer Smoke stehen kann mit Full Negative Spray. Man sieht jeden Tracer. Sobald ich das mache, bin ich instant tot. Ich glaube, die haben sich alle verschworen. Die haben alle an, alle neuen, und die haben alle gesagt, komm, wir machen Full Settings. Wahrscheinlich gibt es das auch bei X, dass du einstellen kannst. Nur gegen Trillix machen wir frech. Und bitte mach das fertig. 4 gegen 2. Ist dann nur, ach, ist dann aber auch nur ein Draw. Da, guckt ihr es an. Er dreht sich gerade weg und dann kommt Malik rum. Ich kauf es ihm nicht ab. Beim besten Willen kaufe ich dem das nicht ab. Hättest du Lust, beim Main zu sein? Ich glaube, der war frech. Da mache ich gar nichts fertig. Also so viel und so viel Unsinn und lächerliches Timepech und unlucky Scheiß hatte ich noch nie. Das waren ja wirklich 20 One-Hits in Folge. Das war der absolute Wahnsinn. Trying to aim, failing here and there, they've got no shame. They're so bad, but somehow win the game. They are Team Schweine aim. Schweine aim, failing here and there, they've got no shame. They're so bad, but somehow win the game. They are Team Schweine aim. They are Team Schweine aim. There you go. Big up, Trillix.